herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich euch einmal die Technik des Andenzwirbelns zeigen. Das ist also eine Technik, mit der man einen Faden oder aus einem Faden zwei macht zum Zwirnen. Das kommt ja häufig vor, wenn man also mit dem Spinnrad was verzwirnt hat, dann bleibt auf einer Spule noch ein bisschen was übrig. Wie macht man das, dass man das dann zu Ende zwirnen kann? Oder aber es gibt arme Leute, die haben nur eine Spule, beziehungsweise wenn ich mit einer einzigen Spindel arbeite, wie kann ich das am besten verzwirnen? Und ich zeige euch das jetzt mal erstmal, wie ich es mit der Hand mache. Und dann gibt es hier so ein tolles Teil. Das habe ich mir vor einiger Zeit gekauft. Das kommt aber gleich dran. Also, zuerst, wie machen wir das mit der Hand? Ich habe hier meinen Faden. Ich komme da mal jetzt näher zu euch ran. Dann seht ihr das besser. Ich lege mir den hier einmal so um. Also ich habe hier so ein Ende, das sieht man das so, ein Ende, das ist lose. Seht ihr das? Und ich gehe hier um meinen Mittelfinger um. Und dann hier einmal hier rum, das ist nur der Anfang. Jetzt gehe ich hinter dem Mittelfinger rum und wieder nach vorne. Jetzt gehe ich hier vorne um die Hand zurück und wieder um den Mittelfinger herum und wieder vorne über die Hand und wieder hier um den Mittelfinger rum. Es geht besser, wenn ich das hier ein bisschen länger lasse. So. Also, hinten um den Mittelfinger rum, vorne rum, wieder von hinten um den Mittelfinger rum, vorne rum wickeln, hinten um den Mittelfinger rum, vorne rum wickeln, von hinten um den Mittelfinger rum. Vorne rum, wieder von hinten um den Mittelfinger. Vorne rum und von hinten um den Mittelfinger. Und das geht jetzt mit der Zeit, kann man das dann ein bisschen schneller machen. Immer hinten um den Mittelfinger. Man sollte aufpassen, dass man das nicht zu fest wickelt, weil sonst stirbt einem irgendwann einmal der Finger ab. Und wieder, seht ihr das? Also es entstehen hier so Schlaufen. Es geht immer eine so um den Mittelfinger und die andere kommt aus der anderen Richtung um den Mittelfinger. Und hier vorne läuft das alles durch. Und hier habe ich, das ist so mein Anfangsfaden. Wieder von hinten um den Mittelfinger herum. Vorne rum. Von hinten über den Mittelfinger. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. So, jetzt ist er abgerissen. Naja, gut, macht nichts. So, ich habe jetzt hier auch wieder eine Spindel, weil ich schon mit der Spindel angefangen habe. Den Anfang mache ich erstmal machen wir es gleich so.
Ja, und ich habe nach vorhin im Uhrzeigersinn gesponnen. Ist klar, ich zwirne jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Und so lasse ich die Fäden eben schön aus diesem Armband herauslaufen. Und das, was wir hier bekommen, ist ein ganz normaler zweifädiger Faden oder ein zweifädiges Garn. Das heißt, das kann man jetzt mit dem anderen Garn, das man bisher gesponnen und verzwirnt hat, verstricken. Da ist also kein Unterschied. Das Anzwirnen darf man nicht verwechseln. Es gibt noch eine andere Technik, die heißt Navajo-Zwirnen oder Navajo-Zwirnen, also Navajo geschrieben. Und da wird ein Faden so mit sich verzwirnt, dass es dann am Ende ein dreifädiges Garn gibt. Das ist eine andere Technik. Und das Garn ist dann auch anders, ja. Aber hier, das ist also hier eine wunderbare Resteverwertungsmethode. Jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller. Und ich lasse das hier einfach immer schön aus meiner Hand herauslaufen. Seht ihr? Und das ist jetzt der Rest. So. Das ist die Technik, so wie man es eben mit den Händen macht, mit den Fingern. Und jetzt habt ihr schon gesehen, man hat sich das jetzt so um die Hand gewickelt. Und wenn ich jetzt eine größere Menge habe, also wenn ich hier so eine Spule vom Spinnrad habe, wo ist sie denn? Ja. Wenn ich da jetzt also eine größere Menge mir um die Hand wickeln möchte, dann habe ich das Problem, also auch wenn ich am Anfang locker wickel, dann irgendwann einmal gibt es einen... Ja, dann wird es zu fest und dann habe ich hier also einen Stau und dann wird der Finger blau. Und die nächste Sache ist, solange man da diese Wickelei macht, ist man praktisch an das Spinnrad gefesselt oder an seine Wolle. Man kann also jetzt nicht mal irgendwie weggehen oder so. Und drum habe ich jetzt hier so ein Teil und dazu muss ich jetzt einmal die Spule hier festsetzen. So sieht es also aus. Hier ist mein Faden. Und ich habe hier schon angefangen zu verzwirnen. Ja. Und jetzt ist das passiert. Die eine Spule ist leer und auf der anderen ist eben noch was drauf. Und ich möchte das aber zusammen auf die Spule zwirnen, weil ich möchte ja auch ein großes Knäuel haben. Es macht ja keinen Sinn dann beim Stricken, wenn man dann so kleine Dinger hat, die man dann ansetzen muss. So, und dazu nehme ich das jetzt so. Ich lasse mir so ein bisschen einen Anfangsfaden. Und dieses Teil hier, das entspricht praktisch hier, das entspricht ungefähr meinem Mittelfinger. Ja? Das ist meine Hand. Und da gehe ich jetzt hier einmal rum. Hinten rum, dann hier rum, hier rum, hier rum. Habt ihr, seht ihr das? Ja?
Das ist sozusagen meine Hand. Ich gehe hinter der Hinter- oder Vorderhand, je nachdem, wie man sie hält, rum. Vorderhand rum und um den Mittelfinger. Ja? Hier rum, Mittelfinger. Und wieder hier unten rum. Und um, na, so haben wir es, um den Mittelfinger. Und hier einmal schön rum. Ja? So. Seht ihr das? Also ich bekomme jetzt auch hier so ein, das läuft hier so über Kreuz und hier hinten läuft es so rum. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen schneller. Da bin ich jetzt am Ende. Das, die Spule ist leer. Und jetzt seht ihr schon, das ist doch eine ganze Menge Faden hier auf diesem Teil. Jetzt muss ich diesen Holzdings da, den kann man bei diesem Modell rausziehen. Also wenn ich es mit der Hand mache, muss ich halt den Mittelfinger nach vorne biegen. Das ist aber jetzt ein bisschen zäh. Ne, den kann man draus machen. Ist egal. Also ich kann hier beide, jetzt wird es lose. Jetzt kann ich diese Teile rausziehen. Und jetzt habe ich hier mein Armband. Seht ihr? Wunderschön, das kann ich mir jetzt auch hier wieder so um die Hand rum machen und dann wird gezwirnt. Ja, das heißt, dieses Ende setze ich jetzt da an, wo das, da ist das andere Ende. Da setze ich das, ich setze das so an, dass es ein bisschen überlappt und dann können wir starten. Und gleich mal öffnen. Und jetzt zwirnt man ganz normal, so wie wenn man von zwei Spulen zwirnen würde. Und die Fäden kommen immer schön parallel. Das ist jetzt hier der Schluss, da kann man, da verwurschtelt sich das manchmal ein bisschen, ist kein Problem. Also ich ziehe das jetzt hier noch raus. So. Und das war's dann. Ja, so einfach geht es. Also wie gesagt, man kann die Hand nehmen und bei größeren Mengen Garn oder größerer Menge Faden ist es praktischer, wenn man so ein Hilfsmittel hat. Ich hatte jetzt auch nicht so viel, aber im Prinzip kann man eine ganze Spule auf dieses Holzteil draufwickeln. Ja. Okay, das wär's für heute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!